Dann sind wir hier in den Grand Canyon. Und hier irgendwo müsste Grand Canyon Village sein. Irgendwo. Canyon Lands vielleicht? Naja, irgendwo hier ist Grand Canyon Village. Sind wir zurück nach Las Vegas. Dann sind wir hier. Eigentlich ziemlich genau diese Strecke hier gefahren. Nach Los Angeles. Und hier sind wir dann wieder nach Hause geflogen. Genau. Aber wir fahren jetzt mal nach Miami. Not available. Ja, weil ich da noch nicht war, nehme ich an. Das finde ich aber auch geil. Man muss die Dinger erst besucht haben einmal, bevor man dahin Fast Travel machen kann. Finde ich cool. So, dann wenden wir mal. Jetzt kurz auf die Uhr schauen, wie lange ich hier aufnehme. Okay. Oh, da muss ich abbiegen. Aber es ist New York. Man sieht's. Es ist New York. What? Oh, ups. Sorry. 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 Das ist New York. Überall fahren Taxis rum. Riesige Gebäude. Einfach nur awesome. Und das erste Spiel, was ein Golf 7 GTI im Spiel drinne hat, werde ich mir zwar nicht holen, weil ich finde, Golf sieht einfach zu langweilig aus. Ganz ehrlich sagen. Ist... Warte mal. Jetzt muss ich schauen. Das Auto ist nicht repariert. Okay. 34 Kilometer haben wir jetzt vor uns. Dann würde ich sagen, wir fahren nicht in die Wand rein, sondern Pedal to the Metal und in die Leitplanke reinfahren. Genau. Nein, hier ist jetzt noch ein bisschen Innenstadt. Jetzt muss ich hier ein bisschen langsamer fahren, sonst knall ich hier überall gegen. Das Nitro. Also ich muss sagen, mit dem Nitro kann ich mich irgendwie nicht anfreunden. Allein schon die Animation. Junge, wir sind irgendwie mit 80 auf die Autobahn auffahren. Hier, das ist doch völlig übertrieben. Braucht kein Schwein so eine Animation. Vor allem das Geschwindigkeitsgefühl, ob ich jetzt Nitro gebe oder nicht, ist irgendwie, weiß auch nicht. Manche sagen, es fühlt sich langsamer an als ohne Nitro. Das nicht gerade, aber es fühlt sich nicht wirklich schneller an. Nein, überhaupt nicht. Es fühlt sich so an, als wäre irgendwie besoffen, hat den Kopf nach hinten geklappt. Ist ein bisschen langsam. Ah, scheiß drauf. Ja. Ups. Upsi. Doch, ich war richtig. Autsch. Ich hätte abfahren müssen. Ich dachte erst, ich muss nicht abfahren. Deshalb habe ich nochmal zurückgezogen. Aber in der virtuellen Welt kann ich ja sowas machen. Das soll ich in der echten Welt lassen. Wäre vorteilhaft. Ja, Tanker bleibt mitten auf dem Highway stehen. So, jetzt sind wir aus New York draußen. Und jetzt können wir nicht die Polizei rammen. Nicht sonst irgendwas rammen, sonst können wir ein bisschen auf die Tube drücken, wenn wir aus dem Verkehr draußen sind. Ich schlänge mich hier ein bisschen durch. Ich bin stolz auf mich. Ich bin noch nirgendwo reingekracht. Denn kein Passanten reingekracht. Das finde ich toll. Das macht dann gleich Bam, ne? Für die Aussage. Ja, weil mir irgend so ein Vollpfosten vorne reinzieht. Mensch, für was hat man dir zwei Augen auf den Kopf gekloppt? Damit er sie benutzt, Junge. Noch so ein Vogel. Ich hab nichts gemacht. Bin unschuldig. Nichts gemacht. Unschuldig. Ein orange Challenger hat irgendwie Unfälle gebaut.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Sondern... Peace. Schnell weg. Bevor er sich's anders überlegt. Aber was ich auch so geil finde, das ist den scheißegal, ob ich zu schnell fahre. Weil normalerweise auf den amerikanischen Highways ist, sind 90 Meilen ungefähr erlaubt. Das sind ungefähr 130 Kilometer. Was hat das Blinken zu bedeuten? Ach, das sind diese komischen Dingens-Cars, ne? Da diese Schrottautos, die man sich zusammenbasteln kann. Mache ich später. Irgendwann mal. Wenn das Spiel draußen ist. Jetzt gerade habe ich keinen Bock in der Beta. Möchte ich das nicht schon herausfinden. Ja, schalten wäre noch gut. Genau. Und irgendwie, ich fahre immer an Bullen mit 200 Sachen vorbei und das ist denen wurscht. Ist denen einfach mal scheißegal. Alter. Die Autofahrer sind auch ein bisschen gaga und ein bisschen geistesmüde. Most wanted, okay. Schön zu wissen. Hat mich aber nicht interessiert. So, mal kurz einen Topspeed ausfahren von der Karre. Liegt, glaube ich, 270 Sachen. Ja, ziemlich genau 270 Sachen. Junge, mit deinem Fokus. Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann lässt es solche Manöver sein. Was ich noch schade finde, ist, dass die Rückspiegel nicht funktionieren. Also hier der Mittelrückspiegel. Ups, links sowie auch rechts außen. Die funktionieren noch nicht. Ich nehme mal an, dass sie dann im richtigen Spiel dann funktionieren. Würde ich mir auf jeden Fall mal wünschen. Sehr stark. Ich muss hier abfahren. Weil ich orientiere mich an denen. Wenn ich irgendwo schauen muss nach hinten, dann ist es viel komfortabler in die Rückspiegel zu schauen, als hier die Rückschautaste zu drücken. Jetzt fahre ich genau dahin, wo die Cops sind, ne? Nein. Ja, super. Sehe ich nicht viel, wirklich viel mehr. Halt! Ich stelle mich auch mal an. Ja, war gesünder. Aber der Bremsweg irgendwie ist riesig. Fährt ihr denn mal oder noch? Ah, okay. So, wo sind die Cops? Cops? Also, sie können auch ruhig wegbleiben, mich stört das nicht. Was? Was denn los? Was bedeutet jetzt das rote Radar? Dass ich hier unten schalten sollte und weg hier. Was ist denn los? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was dieses rote Radar-Dingens soll. Kein Plan. Nö. Wo sind wir hier eigentlich? Ja, er ist abgehauen. Wo sind wir hier? Wir sind in... Ups. Nein. Na, immer noch nicht. Daytona. Okay. Na, puh. Ich hoffe, der Name ist bis morgen geändert, weil Guest zu heißen ist irgendwie scheiße. Oh, dann kommen die Cops weg hier. Zieh, mein kleiner Hemi, zieh. Mein großer Hemi. Ich finde auch, Hemi-Motoren sind einfach das Größte. Groß, fett, geiler Sound. Richtig geile Leistung, aber einen richtig hohen Spritverbrauch. Deshalb würde ich mir niemals so ein Ding kaufen. Aber geile Autos. So, was schreibt mich denn hier in WhatsApp an? Okay, kann ich nachher schauen. Während dem Autofahren schaut man keine SMS. So,
240, 230 über den Highway ballern. So läuft es. Mache ich auch bei ETS immer. Wenn man die 2 durch eine 1 ersetzt. Na. Ups. Ich habe vergessen, mich auf beschäftigt zu stellen. Willkommen in der Aufnahme. Beschäftigt. So. Ich sollte noch einen Gang einlegen. So. Tut mir leid, das ist gerade so. Ich hab's mir vorgenommen, ich möchte mich noch beschäftigt stellen, aber irgendwie habe ich dann verpennt. Na. So, 10 Kilometer, Alter, blinken. Hast auch nicht gelernt, ne? Aber ich find's richtig geil, das Spiel. Also richtig gelungen. Das Uplay, wie heißen sie nochmal? Ubisoft macht in letzter Zeit echt eine gute Figur. Meine Watch Dogs war ein geiles Spiel. Das habe ich gesuchtet wie blöd. Ob es ein Let's Play darüber gibt, ich glaube nicht. Weil ich habe noch zu viele andere Projekte, die ich machen will. Darüber hier gibt es aber garantiert ein Let's Play zu 1.000.000%. Ob alleine oder mit jemand anderem, ist mir völlig wurscht. Und jetzt bringen sie noch das hier raus. Das ist The Crew. Zwei richtig geile Spieltitel. Das Einzige, was mich bei Ubisoft ein bisschen stört, ist Uplay. Der Client ist noch beschissener als Origin. Das wird was heißen. Also, ich kann mich mit dem Client irgendwie nicht anfreunden, weiß auch nicht. Vielleicht, weil er mich Guest irgendwas genannt hat. Was? Ach, nur Krankenauto. Dachte schon irgendwie, die Bullen seien mir am Arsch. Ist aber nur der Krankenwagen. Verdammt langsamer Krankenwagen wieder mal. Sind wir schon in Miami? Glaub schon, ne? Sag mal her, wo sind wir denn? Ja, wir sind in Miami. Die Städte hier sind einfach so gut umgesetzt. Die sind riesig, sag ich euch. Als wir in unseren Ferien aus San Francisco rausgefahren sind, wir haben so 3/4 Stunden gebraucht, bis wir aus der Stadt raus waren. Und wir waren noch ziemlich am Rand, also wir hatten etwa eine 1/4 Stunde auf dem Highway. Und waren noch eine 1/2 Stunde auf dem Highway drauf. LA dasselbe. Das einzige, was relativ klein war, finde ich, war Las Vegas. Las Vegas ist im Vergleich zu allen anderen Städten irgendwie petit. Petit Stadt. Und New York ist so groß wie die Schweiz, also von dem her rammen wir diesen Camaro einfach mal. Nee, ist riesig. Aber ich finde, das haben sie richtig gut umgesetzt. Also die Map, den Bruchteil, den ich jetzt gesehen habe, ist ja wirklich gelungen, wirklich geil. Also ich klappe auf jeden Fall alle Car-Dealer ab. Werd mir da die Wagen alle mal anschauen. Weil ich denke, da sind sehr, sehr leckere Sachen dabei. Und vielleicht, wer weiß, gibt es in der nächsten Aufnahme an das Auto. Weil ich werde hier vorproduzieren wie blöd. Weil wenn ich alles aufnehme und erst dann wieder aufnehme, wenn ich alles hochgeladen habe, kann mir nirgends hin. Dann habt ihr 2 Videos. Zwar die hier. Vielleicht sind es auch 3 oder 4, weiß auch nicht. Je nachdem, wie lang das wird. Ich frage mich gerade, ob ich den Car-Dealer betreten kann. Ich befürchte, nein. Das war verdammt knapp vor der Polizei. Einen Passanten rammen wäre nicht so eine gute Idee. Aber es ist dem auch wurscht, dass ich hier so einfach stinkfrech abbiege. Kann ich hier rein?
Nein. Not available. Okay, alles klar. Sind wir hier umsonst hingefahren? Stelle ich mich mal hier an den Straßenrand. Map. Nein. Da. Die anderen sind noch nicht frei, ne? Mist. Na, scheiße. Egal. Vielleicht finde ich mir einen Focus RS, vielleicht noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass diese Aufnahme hier vorbei ist. Ja. Also, wie gesagt, schreibt mir eure Meinungen zu The Crew. What the fuck? In die Kommentare. Würde mich wirklich brennend interessieren. Ich stehe hier gerade mal so am Straßenrand und... Alter. Jogger, normale Passanten. Noch eine Joggerin. Es sind so kleine Details, die es ausmachen. Und ich sehe die verdammte Rückbank. Ist so ein bisschen eckig. Aber... Geil. Geil, 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 geil. Freue ich mich drauf. Ja, auf das Spiel freue ich mich. Komischer Typen. Okay. Interessant. Na gut, das soll es aber auch gewesen sein von Let's Play The Crew oder Let's Test The Crew, keine Ahnung wie ich es nennen wird, für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und auf jeden Fall einen Kommi. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Euer Manuel, haut rein. Tschö.